Ja, der 15 MRS ist schon Autofahren pur, das merkt man. Also nicht von der, nur von der Geräuschkulisse her, sondern auch von allem anderen muss man halt noch richtig arbeiten. Man hat enorme Lenkkräfte, deshalb ein großes Lenkrad, keine Servolenkung. Man muss richtig schalten können, hart auf die Bremse treten, damit das Auto verzögert. Aber man fährt noch richtig Auto. Zusatzinstrumente in der Mittelkonsole, Drehzahlmesser hier und das ganze Interieur auf sportlich getrennt mit Lederausstattung, Sportsitzen im Armaturenbrett, zeigt das RS-Logo, dass es hier sich um eine Sportversion handelt. Und der kleine V4, er macht Lärm, aber er fährt auch gut los. Man darf nicht vergessen, wir sitzen hier in einem Auto, das ist 50 Jahre alt und dafür wirklich Respekt. Man merkt, der RS 15M ist absolut ein Vorreiter, ein Beginn einer Ära und es macht verdammt viel Spaß. Ja, der sportliche Fahrstil hier im Focus S, der kommt automatisch mit sich. Ja? Man möchte einfach immer einen Gasstoß geben und das Knallen im Auspuff hören. Das geht gar nicht anders. Ja? Aber man kann natürlich auch locker mit ihm cruisen und wenn man möchte, tritt man in jeder Drehzahl rauf und es fährt sofort los. Selbst bei 1500 Umdrehungen liegt schon reichlich Drehmoment an, wenn der Ladedruck kommt und das macht natürlich eine unheimliche Dynamik aus. Traktion ist natürlich beim Fronttriebler schon irgendwo limitiert. Beim 15 MRS mit seinen 75 PS kriegt man die Traktion noch gut auf die Straße. Aber Allradantrieb ist natürlich gerade auch bei rutschigen Bedingungen sehr klasse. Und vor allem, was das Schöne ist, hier unten ist ein kleiner Knopf, den drückt man, dann steht da Driftmodus. Und das macht natürlich extrem Spaß, wenn man auf dem abgesperrten Gelände im Driftmodus das Potenzial des Autos völlig ausschöpfen kann. Man hat alles, was sich der sportliche Fahrer irgendwo wünscht. Du hast Zusatzinstrumente, die auch aus dem 15M heraus nach wie vor noch im Armaturenbrett zu erkennen sind. Allradantrieb, 350 PS, Turbo aufgeladen. Und wenn man hier Gas gibt und der Ladedruck einsetzt, ist es einfach nur klasse. Das Knallen im Auspuff, es vermittelt irgendwo Rennfeeling pur. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich in dieses Auto einsteige. Selbst wenn ich aus unserem Rennauto rauskomme, ist das hier nochmal ein absolutes Highlight für mich. Ja, mein Fazit nach diesem Vergleichstest ist, beide Autos zeigen unheimliche Performance. Damals auch schon vor 50 Jahren, muss man sagen. Und man kann sagen, mit dem ersten RS, mit dem 15M, hat Ford eine Ära eingeläutet. Und das Endprodukt, was wir heutzutage haben, ist einfach einzigartig. Von daher meine Entscheidung, ich nehme den RS heute mit nach Hause nach Berlin. Damit habe ich viel Spaß und ich hoffe, es war ein interessanter Vergleichstest.